Heute möchte ich mal ein auch wieder sehr privates Video machen und mich mal an die richten, die in der Vergangenheit durch irgendwas leiden mussten, was ich getan habe. Oder gedacht, oder gesagt, oder gewesen bin. Ich habe das damals, wo diese Dinge so vermehrt auch passiert sind, nicht wirklich bewusst mitbekommen. Aber heute ist mir bewusst, dass ich zu keiner Zeit meines Lebens in irgendeiner Form irgendwas hätte anders tun können, als das im jeweiligen Moment der Fall war und was ich getan habe. Was auch immer das war. Und ich bin mir bewusst, dass ich alles, was ich getan habe, aus Liebe getan habe. Entweder aus Liebe zu jemand anderem oder aus reiner Selbstliebe. Aber immer in dem Bestreben, durch das, was ich tue, die Ist-Situation zu verbessern. Zugegebenermaßen habe ich das bis vor nicht allzu langer Zeit mit einem entsprechend eingeschränkten Horizont getan. Sprich, nicht sehr weise. Und ich kann mich da auch nicht von frei sprechen. Ich kann mich auch nicht davon freisprechen, dass ich bestimmt wieder irgendwann irgendwas machen könnte, wodurch du dich verletzt fühlst. Wodurch du mich unsagbar doof findest und mir am liebsten die Pest an den Hals wünschst. Sollte es dazu kommen, tu das alles. Wünsch mir die Pest an den Hals. Finde mich doof. Gib mir Tiernamen, beschimpf mich. Tu alles, was du brauchst, damit es dir besser geht. Ich bin für das, was ich in meinem Leben getan habe, mit sehr vielen Schuldzuweisungen konfrontiert worden. Nicht nur unbedingt in meine Richtung, sondern auch durch das, was ich getan habe, indem ich anderen Schuld zugewiesen habe, halt eben auch in die andere Richtung. Ich nehme diese ganze Schuld auf mich. Ja, ich habe all das getan, was mir angelastet wird. Aber ich möchte jeden von euch bitten, für euren eigenen Seelenfrieden selbst mal drüber nachzudenken, wie viel das, was ihr erlebt habt, mit dem zu tun hat, was ich getan oder nicht getan habe. Und wie viel eure Reaktion auf das, was ich getan oder nicht getan habe, damit zu tun hat. Die Schuld nehme ich auf mich. Kein Problem. Einfach um die Schuldfrage hier auch jetzt einfach mal rauszunehmen.
Es geht mir nicht darum zu sagen, ihr wart das selber schuld. Vielmehr geht es mir darum, dass ich dadurch sehen lernen durfte, dass Schuld sowieso immer alle Beteiligten sind und man das Schuldspiel deswegen einfach mal wirklich wegfallen lassen kann. Und weil ich da in tiefstem Maße dankbar für bin, habe ich ein gewisses Interesse daran, dass ihr auch Zugang dazu findet. Und wenn ihr damals durch mich schon mit bezahlt habt, fände ich es nur fair, wenn ihr euch euren Lohn dafür auch abholt und auch was aus den Situationen lernt. Ich habe nie jemandem wehtun wollen. Das entspricht überhaupt gar nicht meiner Natur. Im Affekt vielleicht mal, ja, aber in der Regel eigentlich nie. Und ich kenne auch niemanden, der vor allen Dingen Menschen, die er liebt, unbedingt wehtun will. Also es mag sein, dass es solche Leute gibt, aber es sind bestimmt nicht viele. Ich werde weiterhin, aber jetzt bei vollem Bewusstsein, das tun, was ich tun muss. Ich habe meist überhaupt gar keine wirkliche andere Wahl. Es mag sein, dass du jeweils eine andere Wahl siehst, dann ist das auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass du eine umsetzbare Lösung hast. Und wenn du die auch umsetzt, dann kann ich vielleicht sogar auch Zugang zu solchen Optionen bekommen, aber im jeweiligen Moment kann ich immer nur auf das zurückgreifen, was mir gerade bewusst ist, was ich gelernt habe bis dahin. Und das ist bei niemand anderem anders. Es ist eigentlich Blödsinn, dieses Schuldspiel überhaupt noch weiter zu spielen. Es führt letztendlich ausschließlich nur dazu, dass noch mehr Schuld entsteht. Wie sollen wir denn dann irgendwann mal frei von Schulden sein? Wenn wir nicht einfach anfangen, uns auf Augenhöhe wahrzunehmen, zu registrieren, dass wir nun mal eben so sind, wie wir sind, und dass es viel, viel schwerer ist, an sich selber zu arbeiten und zu lernen, Menschen inklusive sich selbst so zu akzeptieren, wie sie sind, als von ihnen zu verlangen, dass sie sich ändern. Das ist viel schwerer. Zumindest, wenn man es nicht gewohnt ist, das zu tun. Gewöhnt man sich das einmal an, wird es immer leichter. Und ich möchte hier eine Lanze brechen für all jene, die sich in ihrem Leben so schuldig fühlen, weil irgendjemand sie mit Schuld beschmissen hat und sie nicht es geschafft haben, diese Schuld von sich zu oder diese Schuld in sich einfach in Licht aufzulösen. Das ist der Grund, warum ich gerade die Schuld vollständig auf mich nehmen kann. Weil ich weiß, wie man mit Schuld umgehen kann und wie man sie verpuffen lässt, wie man vergibt. Und dadurch auch selber Vergebung erfährt. Aber ich muss anfangen zu vergeben, um mich dem Vergeben überhaupt erstmal zu öffnen. Wenn ich immer darauf warte, dass es von außen kommt, wird es in mir nicht aktiviert. Ich brauche mittlerweile niemandem mehr irgendwas zu vergeben, weil ich begriffen habe, was ich gerade eben alles erzählt habe. Es gibt in meinen Augen keine Schuldigen mehr. Es gibt nur noch Menschen, die das tun, was sie tun müssen, weil sie gar nicht anders können. Weil wir alle auf dem Lehrpfad sind. Wir lernen gerade alle. Und ohne Fehler hätten wir nichts lernen können. Besteht die Möglichkeit, dass Fehler vielleicht gar nicht so schlimmes sind? Dass die größten Dramen
zu denen wir irgendwelche Situationen haben werden lassen, gar nicht so schlimm waren, wie wir es im jeweiligen Moment gesehen haben. Fällt mir ein, dass Gras über eine Sache wachsen kann. Dann sind Dinge auf einmal auch gar nicht mehr so schlimm. Dann versöhnt man sich wieder. Warum? Weil auf einmal die Sichtweise einfach nur eine andere ist. Nur deswegen. Die Sichtweisen sind das, worauf wir ein bisschen Aufmerksamkeit ruhig mal drauflegen können. Lohnt sich, wer das möchte. Es hat mir sehr lange leid getan, in die Gesichter der Menschen zu schauen, die ein Problem hatten wegen irgendwas, was ich getan oder nicht getan habe. Und ich fühle heute noch mit. Aber leid tun kann es mir beim besten Willen nicht mehr, weil ich weiß, dass für jeden in jeder Situation immer was zum Lernen drin steckt. Und wenn ihr nicht lernen wollt, dann ist das okay mit mir, aber dann brauche ich deswegen nicht mehr mitzuleiden. Hört sich jetzt auch wieder knallhart und herzlos an, ich weiß, aber auch das ist einfach gerade so. Es hört sich nur so an. Es ist eigentlich ganz anders gemeint. Es war mir ein Anliegen, das mal loszuwerden. Es ist eine große, endgültige Entschuldigung, die ich hier ausspreche. Ich würde mich freuen, wenn das ein bisschen ansteckend ist. Und andere auch anfangen, sich zu entschuldigen, indem sie auch selber anfangen, erstmal anderen ihre Schuld zu vergeben. Die Schuld, die in meiner Wahrnehmung auf anderen liegt, in mir zu rationalisieren, wegzurationalisieren. Na, es ist eine Schuld. Mit Schuld bin ich konfrontiert, wo immer ich auf Schuld treffe. Egal, ob die auf mir lastet oder auf irgendjemand anderen. Wenn ich auf Schuld treffe, kann ich sie wegixen. Nehme ich mir in meiner Wahrnehmung Tippex und mach das weg. Und schau mir die Situation an, wenn die Geschichte der Schuld, wie die Geschichte aussieht, wenn der Aspekt der Schuld einfach nicht da ist gerade. Dann kann ich die Situation vollständig anders wahrnehmen. Und dadurch ändert sich auch wieder meine Wahrnehmung. Das ist das, worum es gerade geht, ein Wahrnehmungssprung. Genau so passiert es gerade. Genau so bewegen wir uns gerade alle im Kollektiv auf den 21.12.2012 hinzu. Und wer am 22.12. noch damit beschäftigt ist, zu strafen oder strafen zu wollen, oder irgendwas meint, noch kompensieren zu müssen, der hat es bis dahin einfach nicht geschafft, auf Augenhöhe zu kommen. Ist auch okay. Ist nichts Schlimmes. Aber dann wisst ihr, wo ihr steht. Danke. Und danke an all die, die mir diese ganzen tollen Reaktionen auf meine letzten Videos zugeschickt haben. Ich freue mich auf die Videos von denen, die gesagt haben, sie wollen Videos auch machen. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal, scheint das so ansteckend zu sein, wie ich das gerne gehabt hätte. Es wird auch langsam mal Zeit, dass wir anfangen, offen das auszusprechen, was uns wirklich bewegt. Was wirklich in unseren Köpfen stattfindet. Es ist kein Problem, dass die Mainstream-Medien lügen und dass sie uns irgendwelche Storys auftischen. Es wird für jeden zum Problem, der das dann glaubt und annimmt und dann in diesem Film gefangen ist. Aber es ist kein Problem, dass sie das tun. Lasst sie das weiter tun. Vielleicht ändert sich auch das irgendwann. Bis dahin können wir aber dafür sorgen, dass wir dafür sorgen, dass unsere Gedanken auch verfügbar sind. Vielleicht nicht 1 Million im Publikum, aber ein paar hundert Leute, die auf einmal mit den gleichen Dingen beschäftigt sind wie wir, die aber unsere Themen sind,
Und nicht irgendwas von irgendwelchen Programmdirektoren vorgegeben ist. Dann haben wir Zugang zu unseren Themen im Internet. Wenn man weiß, wo man suchen muss, dann findet man es ganz einfach. Und dann kann man ganz schnell dafür sorgen, dass das immer mehr wird. Und irgendwann wird es unübersehbar. Und für all die, die kein Fernsehen mehr gucken wollen, macht einfach welches. Und dann so, dass man mit dem Fernsehen kein Problem mehr haben braucht. Unzensiert. Klartext. Kein Bling-Bling, kein Hochglanz. Eine Webcam reicht. Und ein Mikro. Auf den Inhalt kommt es an. Nicht auf das Rausgeputzte. Das ist beim Mainstream so. Das hier ist freies TV. In dem Sinne freue ich mich auf mehr. Mir kommt noch so ein kleiner Nebengedanke. Gerade so beim Überarbeiten des Videos fiel mir was auf. Und zwar, wenn irgendjemand nach diesem Video, nach dem Anschauen dieses Videos, sich besser fühlt, weil er vielleicht ein wenig Schuld in sich abbauen konnte, dann gebt dieses Video doch mal weiter. Beziehungsweise gar nicht mal das Video, sondern dieses vergebt. Fangt mit 3 Leuten einfach mal an. Und wenn die 3 Leute sich besser fühlen, weil ihr ihnen vergebt, dann regt bei denen an, das auch bei 3 weiteren zu tun. So bekommen wir sowas irgendwie noch viel bewusster in die Köpfe und können viel schneller endlich dieses Schuldspiel beenden, das nicht nur finanzielle Schulden hervorbringt, sondern Schuld im Allgemeinen. Die ist Blödsinn. Die Kausalität enthebt die Schuld ihrer Existenzberechtigung genauso wie Zufälle. Es ist irrational. So etwas gibt es nicht wirklich. Und wir haben das bis jetzt nur mitgespielt, weil wir es nicht anders kennengelernt haben. Aber man kann das rausnehmen. Wenn dir hier das irgendwie was gibt, dann schau mal, wo du es weitergegeben bekommst. Danke und bis bald.